fantastic. Hallo, willkommen zurück zum letzten Viertelfinalduell und diesmal Gruselburg gegen PMX Plus, das Duell, was wir jetzt heute uns anschauen wollen. Und wir sehen jetzt schon die Decks, PMX Plus, ein mir zumindest selber sehr vertrautes Deck, was ich auch schon mal hatte. Er hat den Prinz dabei, er hat die Doppelgoblins, also die normalen Goblins und die Speargoblins. Und auf der anderen Seite setzt der Gruselburg schon mal die Barbaren, mal gucken, wie der jetzt kontern wird. Er nimmt die Speargoblins. Gespiegelte Speargoblins, mal gucken, er kommt nicht zum Turm durch. Ah, ein bisschen hat er weggemacht, jetzt setzt er den Tesla direkt neben den Turm oben hin. Und jetzt kontert er mit richtig viel. Jetzt muss er eigentlich gleich mal die Pfeile setzen. Warum setzt er die Pfeile nicht? Er hätte die Pfeile setzen können, er hätte so viele... Okay, er setzt den Freeze. Auch nicht schlecht, er setzt den Freeze gegen die Speargoblins. Mal gucken, ich hätte die Pfeile gesetzt. Er hätte so viele... Der PMX Plus hatte so viele Goblins gesetzt, er hätte einfach die Pfeile nehmen können oben. Und jetzt... Elixiersammler und der Golem des Todes, werden wir ihn gleich noch sehen. Oh, der Prinz, gefolgt von der Hexe und er kommt durch, kommt er durch. Nein, noch mehr. Noch mehr Goblins und der Prinz als Konter. Prinz gegen Prinz. Zack, er macht's kaputt. Ein spannendes Duell bisher. Und die Minions gegen den Prinzen natürlich sehr effektiv. Prinz down. Und der Baby Dragon gegen die Minions. Er ist tot. Bisher ganz gut gekontert eigentlich von Gruselburg, muss man sagen. Auch wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal die Pfeile gesetzt hätte, aber jetzt hat er schon wieder zwei von den Elixiersammlern. Das könnte natürlich einen Unterschied geben. Sehen wir jetzt gleich. Jetzt wird er gleich auf jeden Fall den Vorsprung rausholen. Zack, 10. Aber er lässt es voll laufen. Nein, okay, jetzt die Goblins. Die Speargoblins. Oben lässt er auch voll laufen. Auf der anderen Seite die Barbaren. Warum? Warum konzentriert er sich nicht auf den linken Turm? Und endlich, da waren sie. Die Pfeile. Und jetzt wird der Prinz... Aus dem Spiel genommen, durch die Hexe. Allerdings, die normalen Goblins waren da noch ein bisschen unterwegs. Oh, der rechte Turm war auch schon ganz gut gefressen, eigentlich von PMX Plus. Es ist ein spannendes Duell bisher. Musketier auf der linken Seite unterwegs, Hexe auf der Musketier auf der rechten Seite, Hexe ist schon tot auf der linken Seite. Ein Schuss bleibt noch übrig. Und 1100 noch da, aber volles Elixier bei PMX Plus. Und der Golem ist da, der Golem gesetzt. Jetzt geht er natürlich auf... Oh, you freezed. Aber ins Leere gefreezed. Der Prinz kann jetzt noch was setzen. Allerdings kontert er ganz gut mit den Goblins. Kein Schaden, okay. Gute Kombo. Golem und Baby Dragon. Die Frage ist, kommt der Golem jetzt durch? Und er hat noch die Pfeile. Rein theoretisch könnte er sie gleich setzen auf die ganzen Goblins. Aber macht er noch nicht. Jetzt. Aber reicht es. Der Turm ist down. 1:0. 13 Sekunden vor Schluss. Für PMX Plus, mal gucken, ob da noch ein Konter kommen kann. Die beiden Türme waren ganz gut angehauen. Aber, oh, noch ein Golem. Okay, das sollte es in diesem ersten Duell gewesen sein. Das war's. 2-1 und vorbei. 1:0 im ersten Duell. PMX Plus über Gruselburg im Viertelfinale. Dieses Return-Turniers. Und wir gucken jetzt sofort auf das zweite Spiel drauf. Das zweite Spiel, das Rückspiel sozusagen. Mal gucken, ob der PMX Plus es nach Hause bringt und ob der Gruselburg es vielleicht nochmal drehen kann, dieses Spiel. Ich bin gespannt. Wir sehen am Anfang noch, es ist ein relativ bedächtiger Start. Beide lassen ihr Elixier fast volllaufen. Der PMX Plus setzt den Elixiersammler oben, der Gruselburg setzt den Tesla. Mal gucken, was jetzt gleich noch als Konter kommt. Ja, sie warten erst noch. Jetzt lassen es voll laufen. Na, noch ein Elixiersammler. Oh, das könnte ein Fehler gewesen sein. Er kann allerdings auch immer noch die Pfeile setzen. Ja, das macht er. Allerdings kommen die Barbaren ganz gut durch? Das ist natürlich die Frage. Nein. Musketier auf der anderen Seite kümmert sich jetzt um den Baby Dragon und läuft jetzt weiter durch. Auf dem Weg Richtung Tower. Auf der anderen Seite jetzt die... Oh, Doppelgoblins wieder. Die normalen und dann noch die Speargoblins. Die sind tot. Ah, da sehen wir schon relativ viel Action hier im ersten Spiel. Und er lässt wieder das Elixier vorlaufen, aber er reagiert noch rechtzeitig und setzt jetzt den Doppelprinz. Und der Doppelprinz läuft drauf zu und holt sich jetzt tatsächlich schon mal fast... Er hat jetzt schon die Hälfte vom Turm, aber gefreezed und gut gekontert. Und der Tesla... beseitigt den Prinz hier auf der rechten Seite. Und das Elixier unten läuft wieder voll. Oh, PMX Plus setzt schnell. Da ist es noch. Baby Dragon gefolgt von den Speargoblins. Und er wird sich jetzt wahrscheinlich wieder noch etwas weiter holen vom Turm. Ja, die Minions sind noch unterwegs. Aber der Goblin kommt noch mal einmal zum Wurf. Und er ist unter 1000.
Er ist unter 1000 Hitpoints, der Punkt, der Turm, und jetzt müssen wir mal gucken unten. Er wird gleich den Golem setzen, ich bin davon überzeugt, er wird gleich den Golem setzen. Ja, noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Er setzt erst noch die normalen hin. Guck, was der Gegner jetzt macht. Er setzt die Barbaren. Jetzt kommen die normalen Goblins, gefolgt vom Baby Dragon, so als kleine Luftunterstützung, weil ja die Barbaren nicht draufgehen können. Oh, Musketier. Und er kommt nicht ganz durch. Er kommt nicht wirklich durch. Jetzt versucht er natürlich irgendwie, sich noch in die Overtime zu retten. Oh, gefreezed. Super Move. Super Move, der Baby Dragon wird deswegen gleich kaputt sein. Ja, die normalen Spear Goblins haben den Musketier fast kaputt gemacht. Ja, wird er sich in die Overtime retten oder nicht? Das ist natürlich die ganz große Frage. Oh, der Golem. Der Golem, und jetzt muss Gruselburg kontern, aber die Pfeile zerstören seine Minion-Armee. So, jetzt kommen die Barbaren und die Hexe. Oh, Doppeldrache und Golem. Jetzt ist natürlich Ultra-Action hier am Start. Oh, da kommt man ja fast gar nicht mehr hinterher, was jetzt hier alles passiert. Die Pfeile, und auf der anderen Seite setzt er den Prinz. Der Prinz fährt alleine auf den Turm zu. Wird er sich den Turm holen? Wird es ein 1-0? Wird es ein 2-0? Wird es vielleicht ein 0-0? Wir gehen in die Verlängerung. Ich denke mal, es könnte ein 2-0 werden. Er holt sich tatsächlich den anderen Turm. Nein, er holt sich den nicht. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt immer noch. Doppelpfeile. Der lebt immer noch. Die Doppelpfeile, und er lebt immer noch. Und auf der anderen Seite jetzt der Konter mit dem Prinz. Prinz gegen Prinz. Und das war's. Auf der anderen Seite, die Goblins haben es gemacht. Und damit steht der PMX Plus im Halbfinale dieses Turniers. Und wir gucken mal drauf, wie es denn aussieht. Enes Elf gegen mich und David gegen PMX Plus sind die Duelle hier im Halbfinale. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze noch so ausgehen wird. PMX Plus ist natürlich, so sagen wir mal, der deutliche Favorit in diesem Turnier. Er hat doch eindeutig die besten Karten im Spiel natürlich, also die besten Spielkarten. Aber mal gucken, vielleicht kann der David ihm ja was entgegensetzen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.